Die Einsätze sind unterschiedlich lang, je nachdem, was für Art von Einsatz es ist. Ich habe zwischen einem Monat und 10 Monate lange Einsätze gehabt. Nach dem Einsatz darf ich bestimmen, wie lange ich jetzt zu Hause bleibe und wann ich wieder bereit bin für den nächsten Einsatz. Diese Einsätze sind sehr anstrengend. Wir arbeiten wahnsinnig viel. In den meisten Einsätzen hat man 6 bis 7 Tage die Woche. Wir haben lange Tage, 14-Stunden-Tage. Und es ist natürlich auch belastend, was wir da sehen, miterleben, verarbeiten müssen. Das heißt, ich bin nach Hause gekommen, war schon recht erschöpft, oft extrem erschöpft. In Afghanistan bin ich zweimal gewesen. Das waren zwei unterschiedliche Projekte. Das erste Mal war außerhalb von Kabul ein Spital, wo ich die Geburtshilfe geleitet habe. Und da haben wir natürlich, also haben wir ein komplettes Spital einfach geleitet. Und das zweite Mal war in einer Provinz im Osten von Afghanistan. Und das war rein nur geburtshilfliches Spital, da hat es nichts anderes gegeben. Das ist natürlich für eine Hebamme extrem interessant, weil da haben wir 1800 Geburten im Monat gehabt und also war voll funktionierendes Spital mit Kaiserschnitt haben wir gemacht, mir und auch Kinderintensiv, also Neonatalintensivstation gehabt und haben also jede Komplikation einfach behandelt. Die Frauen in Afghanistan kriegen wahnsinnig viele Kinder noch und haben wenig Möglichkeiten, einen sicheren Ort aufzusuchen, um ihr Kind auf die Welt zu bringen. Sicher mit geschultem Personal, wo sie nichts dafür zahlen müssen, wo sie die Medikamente gratis kriegen und wo die Medikamente auch da sind, wo man sie richtig behandelt. Und wo man ihnen auch die Würde gibt, als Frau zu empfinden. Afghanistan hat immer noch viele Gebiete, die sehr abgelegen sind. Es herrscht immer noch Krieg. Manche Gebiete sind einfach von den Taliban noch bestimmt. Und manchmal ist es die Kultur, die es nicht erlaubt, dass die Frau ins Spital gehen kann. Da ist Korruption ein großes Thema. In vielen Spitälern muss man für Dienstleistungen bezahlen und wenn man nicht bezahlt, kriegt man nichts. Und auch die Regierungsspitäler, also die öffentlichen Spitäler, die eigentlich gratis sein sollten, bei denen fehlt es an allem. Unhygienisch, das Personal ist nicht ausgebildet oder es ist kein Personal da, sie haben keine Medikamente und sie sind total überfüllt. Also ein Spital mit 1800 Geburten im Monat zu managen, ist schon eine Herausforderung. Das ganze Spital haben nur Frauen arbeiten dürfen. Da waren gar keine Männer drinnen. Das haben wir einfach machen müssen, weil die Frauen, die Hebammen, die Ärztinnen und die Reinigungskräfte, die würden nur dort arbeiten und dürfen auch nur von der Familie aus dort arbeiten, wenn sie wissen, da gibt es keine Männer. Am Tag waren ich glaube 7 oder 8 Hebammen immer im Dienst, nur im Kreißsaal. Da ist die Wochenstation gar nicht dabei. Und wir haben Kreiszimmerkette, da sind 7 Betten drinnen, waren 7 Betten und das eine mit 3 Betten, aber wir haben eigentlich nur das Große benutzt. Und es ist natürlich, wenn man es von Vorarlberg oder von unseren tollen Spitälern kommt, ist es ein bisschen ein Schock oft, wenn man sieht, wie die Geburten dort ablaufen. Weil es natürlich wie am Fließband erstens mal. Und es ist halt ein Raum, wo ein Bett nach dem anderen ist. Und da werden die Frauen halt raufgelegt auf die Betten, das Kind kommt raus. Und sobald die Plazenta da ist und die Frau versorgt ist, geht die Frau wieder in den nächsten Raum.
das läuft eins nach dem anderen. Und das ist, muss man ein bisschen so machen. Anders funktioniert es nicht. Und ich würde sagen, das, was mir, auch wenn man es so ausgeübt hat, ist immer noch alles tausendmal besser, wie was die afghanischen Frauen in anderen Spitälern erleben müssen.